Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Ich würde mal sagen, sobald ich den Startbildschirm weggedrückt habe, kriegen wir mächtig einen von einem gegnerischen Treffer auf den Latz. Sagte ich ja. Ich hab echt in der letzten Folge blöd aufgefasst. Kann ich die vielleicht sprengen? Weiß, ich sollte eigentlich erstmal scannen, aber ich glaube, das ist eh egal. Okay, so schnell wie möglich mache ich. 17 Schaden, what the? Ui! Okay, Bombett. Du bist jetzt hier mein Bro. Dann machen wir erstmal den hier. Ich hoffe, das wird trotzdem noch gesprengt. Und Powerbombe. Tatsache, wo 17. Ich komme mit den 17 Schaden nicht klar. Ey, vielleicht reicht es ja nochmal für ein Level ab. Weiß das schon. Poppets hätte es nicht ein Ahornsirup sein können. Ich habe genug Pilze. So, ist wahrscheinlich, kann ich hier wieder was schieben. Ich weiß nicht, noch vom letzten Mal. Kann ich das hier eigentlich auch schieben? Ich nicht schieben. Das kann ich auch nicht schieben. Okay. Hallöchen. Jemand zu Hause? Bowser? Erster Angriff erfolgreich. Wunderbar. Okay, dann einmal. Machen wir doch mal Sternensturm. Währenddessen im Hintergrund mein Kater wieder alles verwüstet. Ich habe dann immer die perfekte Zeit zum Aufnehmen, wenn mein Kater gerade unterwegs ist. Und dann kann Bombett ja alles sprengen. Ich denke mal, Level Up ist noch drin, ne, Leute? Level Up ist noch drinnen. Oh, Speicherpunkt. Leute! Und dann noch Motzen. Oh, nice. Nee. Ja, erster Angriff erfolgreich. Komm mal, ich mit dir. Komm, mach mal erstmal hier Superbeben. Leute, ihr hört auf, meine Bude zu zerstören. Ach, Katzen. Man liebt sie. Und ich liebe die Erfahrungspunkte. Warum ist sie ja schon auf? Ich weiß nicht, das klingt doch gerade so nach einer Falle. Einmal nicht.
aber hier ist doch nichts. Diesmal ist wirklich nichts, nichts da, hä? Da vielleicht was sprengen? Auch nicht, hä? You're kidding me. Boah, voll die Trolltür. Oh, der Troll. Was nicht? Die hat mich voll getrollt, Leute. Voll getrollt. Das darf doch echt nicht wahr sein. So, dann einmal mal wieder voll heilen. Dann nochmal speichern. Not again. Boah, wer hätte das gedacht? Weiter wirst du nicht kommen. Denn ich für dich lass dich nicht vorbei. Aber wenn du willst, gebe ich dir noch eine Chance. Du schaffst es ohnehin nicht. Willst du es wagen? Das ist natürlich völlig zwecklos, aber versuch es ruhig. Das ist nur, weil ich so ein sanftes Herz in meiner steinenden Brust habe. War ein Witzwurm. Möchtest du wissen, was ich für dich vorbereitet habe? Machen wir einen kleinen Quiz. Einige meiner Leute werden hier rauskommen. Deine Aufgabe ist es, die ihre Anzahl und Farben zu merken. Anschließend musst du meine Fragen korrekt beantworten. Wir wissen beide, dass das völlig unmöglich ist. Aber wenn du 5 Fragen richtig beantwortest, darfst du passieren und du darfst nur 2 Fehler machen. Natürlich wirst du garantiert 3-mal daneben hauen und musst dann die Konsequenzen tragen. Los geht's! Vier Goombas und 3 Koopa. Okay. Drei. Das ist richtig. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Von jetzt an wird's härter. Nächste Frage. 3 rote, 4 blaue und 4 grüne. So, von welcher Sorte gab es 3? Rote Schalkeis. Das ist richtig. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Jetzt wird's härter. Nächste Frage. 2 Bonbons, 4 blaue, 2 rote Scheige. Die Zeit ist um. So, wer kam aus dem mittleren Eingang? Die blauen? Nein, Mist! Mann, die roten, oh Gott. Na gut, 2-mal darf ich ja falsch legen. Okay, 3 blaue, 1 grüner, 4 Kuh, 5. Nein, 4 doch, 4 und 2 Gummis, okay. So, sag mir, wie viele Gummis du gesehen hast? 2? Das war mir zu viel. Ja, das ist richtig. Diese Frage musste einfach gewesen sein. Nächste Frage. Das wurde. Okay. Ja gut. So, wie viele Arme gab es zu sehen? Thomas hat keine Arme, also 4.
die Antwort ist richtig. Oh, ich kann nicht glauben, dass du schon viermal richtig geantwortet hast. So, jetzt reicht's aber genug mit dem Spielchen. Jetzt stelle ich eine richtig schwere Frage. Nächste Frage. Drei Bomben, vier Koopas, zwei rote Shy Guys und ein grüner. So, von welcher Sorte gab es drei? Batupas? Rote Shy Guys? Ich meine nur rote Shy Guys, ne? Komm, ich möchte es nicht nochmal wiederholen, deswegen cheate ich jetzt. Bonbons. Ich fass es nicht, du hast fünf meiner Supernüsse geknackt. Ich wurde geschlagen von Mario, was für eine Schande. So, ich darf doch jetzt durch, ne? Dankeschön. Ui. Was ist hier? Nice, so. Oh, ja, bitte. Bombette, du weißt, was du zu tun hast, ne? Oh, es gibt voll viele Erfahrungspunkte. Ich lieb's. Was haben wir denn hier? Nochmal ein Superpilz. Komm, ich verschenke einen Lebenspilz. Mal super Baben. Und dann nochmal die Powerbombe. Das wie noch drei Erfahrungspunkte. Oh, da oben ist nochmal. Oh ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir doch einmal ein Ahornsirup. So, Gott, das klingt so nach Finale. Bosse Karmic. Oh, hat ja wunderbar funktioniert, du. Bombett? Du darfst. Nee, 69. Ich dürfte rein theoretisch jetzt nicht noch mehr aufgeben. Aber die Münze, die nehme ich doch gerne mit. So, und dann kannst du mal die Megabombe zünden. Und Kamakaut jetzt bestimmt ab. Genau. Nochmal kriege ich ein bisschen BP-Punkte zurück. Mal schauen. Wo geht's hier links lang?
Aber nur um zu gucken, was hier unten links eigentlich ist. Und noch mehr Gefangene. Oh, kann ich mich hier wieder heilen? So, Erstangriff erfolgreich. Dies ist ein behelfsmäßiges Tothaus. Unser Slogan lautet der frische Körper und Geist. Ich weiß ja, es ist nicht toll, aber ausreichend Schlaf wirst du dich wieder auf die Beine bringen. Willst du dich ausruhen? Ja, bitte. Klingt wirklich so Richtung Finale. Oyo, Finale, oyo, Finale. Mario, gut gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Ich kann nicht glauben, dass ich mich so einfach fangen ließ. Eine Schande. Ich wette, Prinzessin Peach wird streng bewacht. Bitte, du musst sie retten. Oh Mario, danke, dass du gekommen bist. Es ist schön, dich zu sehen. Alle Gefangenen sind in der Festung verstreut. Deshalb sind hier nur wir vier. Sind die anderen in Sicherheit? Sag bitte nicht, dass wir die Einzigen sind, die du gerettet hast. Ich hoffe, dass sich bald wieder alles zum Guten wenden wird. Damit wir uns alle wiedersehen können. Wenn ich gewusst hätte, dass so etwas passiert, wäre ich mit Bürgermeister Pinguin wieder nach Hause gegangen. Oh, ich wünschte, ich würde in Bipper City aufwachen und müsste nie wieder von dort weggehen. Oh, ich träume jeden Tag von leckerem Fruchtsuppe. Du wirst dein Fruchtsuppe schon bald wieder kriegen, mein kleiner süßer Pinguin. Willst du mein Partner werden? Nein? Okay. Ich glaube, einen siebten Partner kriegen wir jetzt nicht mehr. Nochmal speichern. Gehen wir erstmal mal wieder längst lang. Vielleicht ist da wieder ein Lager. Oder geht's da weiter? Erstmal rechts gucken. Geht's auch weiter? Mal schauen. Okay, dann gehe ich doch erstmal links lang. Es geht in beiden Richtungen weiter. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich gehe jetzt erstmal links lang. Na, gegnerischer Erstangriff. Autsch. Ja, so, dann mache ich doch erstmal hier einen Sprung. Bombett, du weißt, was zu tun ist. Nice so. So. Okay. Oh nö, das ist... Was? Auf. Dankeschön. Oh.
hat sich jetzt ein bisschen rentiert, würde ich mal sagen. Was war nicht der richtige Weg? Ich glaube, morgen gibt es eine speziell lange Folge. Und dann der Release von Paper Mario 2. Oder ich gehe heute Abend nochmal kurz live mit dem Finale. Falls meine Katzen schlafen sollten. Und okay. Warte, ich mache jetzt einfach mal. Aber eh bald ein Level abkriegen. Hol ich jetzt alles raus, was geht. Mega Bombe. Nur noch 12 Erfahrungspunkte, yay. Oh komm. Ich wollte nehmen. Mal nehmen. Und was anderes mitnehmen. Muss ich nach dem Schlüssel suchen. Okay, dann einmal Superbeben. Nur noch 8 Leute. Mir fehlt ein Schlüssel. Voll auf. Ich Idiot spring auf. Voll rein. Dann wieder super beben. Glück. Eine Powerbombe. Sollte jetzt aber auch schon Level abbrechen, oder? Aber genau. Ist volle Kanne auf die BP. Okay, ich muss schon wieder. Soll ich dann bitte das bewerkstelligen? Aber den Boss dann bestimmt da und. Vielleicht weiter da. Nicht. So. Hey, wie soll ich das denn schaffen? In dieser kurzen Zeit. Es sei denn, ich kann da hochspringen, aber es geht nicht. Und so. Wie soll ich das denn schaffen? Achso. Nevermind. Ah, nevermind. Jetzt habe ich es gesehen.
Hallo? Geht oben und unten lang. Ich gehe unten lang. Dann gehe ich oben lang. Richtigen Weg finden. Ist das jetzt Error and Try? Okay. Dann weiß ich jetzt, dass ich runter muss. Geh nochmal nach unten. Hm. Ich jetzt mal nach oben. Hey, ich bin verwirrt. Wo muss ich hin? Gumbari, was sagst du denn? Es kommt mir vor, als würden wir ständig durch den gleichen Raum gehen. Spielt uns hier jemand einen üblen Streich? Es ist reinste Zeitverschwendung, ständig im Kreis zu laufen, ohne zu wissen, was man tun soll. Das ist fast so wie in Nimmer-Nimmer-Wald. Vielleicht hat etwas mit dem Fackeln zu tun. Er schaut nach rechts. Er schaut nach links. Aber die schauen alle, ne? Verstehe es nicht. Oh, ich hab's irgendwie geschafft. Keine Ahnung wie, aber ich hab's geschafft. Indem ich auch noch Schaden nehme. Oh, dann einmal wechseln. Und setze ich doch mal Cooper ein. Mach Feuer unter den Hintern. Nee. Ach, kein Problem. Gut, aber ich würde mal sagen, an dieser Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder Stream wieder bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.